Heute Abend, 18 Uhr, 6 Stunden Stream auf Twitch einschalten. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal ein etwas anderes Video. Ich habe mich mal mit ein paar Leuten zusammengesetzt und mit denen diskutiert, was Code Masters in F1 2020 bzw. in den kommenden Teilen im Bereich des Online-Modus ändern bzw. hinzufügen sollte. Danke geht erst einmal raus an meine Kumpels, die mir dabei geholfen haben. Das Ganze ist unsere Meinung und bezieht sich hauptsächlich auf den Online-Modus. Also, los geht's. Erstens, sämtliche Bug-Entfernungen von A bis Z inklusive Patches. Was ich mir wünsche, ist, dass Code Masters immer einen riesen Patch herausbringt, wo sehr viele der aktuellen Bugs behoben werden. Das sind zum Beispiel der Soundbug bei Spielern im Discord oder TS, die auf einmal ihren Kollegen dort kaum noch hören, der Motorsoundbug, wenn jemand die Zuschauerkamera auswählt und einem Fahrer zuguckt und so weiter und so fort, der Safety Car Bug, der das Safety Car nicht herausholt, was ich unverständlich finde und so weiter und so fort. Wenn ich das jetzt weiter so aufzähle, sitzen wir morgen früh noch hier. Ehrlich gesagt finde ich es vom Publisher eine riesen Frechheit, dass sie zwar einen Patch herausbringen, aber nur eine einzige Sache patchen und dann erst wieder in ein paar Wochen. Das gab es schon zweimal und da fühle ich mich als zahlender Kunde extrem verarscht und muss weiterhin mit diesen Bugs leben, was ich nicht akzeptiere. Zudem kommen noch dann neue Bugs hinzu. Zweitens, lasergescannte Strecken. Lasergescannte Autos? Okay, ja, die gibt es. Aber es kann ehrlich gesagt nicht sein, dass andere Rennspiele über lasergescannte Strecken verfügen, aber die Briten das immer noch nicht mit hineingenommen haben. Warum nicht, Codemasters? So etwas muss mit hinein. Drittens, Defekte an Antriebsteilen. Im Karrieremodus können Teile wie die MGOH, der Motor und das Getriebe defekt gehen. Warum aber geht das nicht im Online-Modus? Das wäre doch noch umso spannender, wenn jemand deshalb ausscheidet. Und das ist ein Feature, das ich mir besonders gerne wünsche. Dabei wäre es auch besser, wenn man diese Funktion ein- bzw. ausschalten könnte, was E-Sports-Events angeht. Denn die übertreiben ganz gerne mal mit der Benutzung ihres Getriebes und hätten Getriebemüsli, wenn diese Funktion die ganze Zeit eingeschaltet wäre. Viertens, mehr Zeit bis zum Start der Blitzqualifikation. Ihr kennt das sicherlich. Ihr kommt in eine Lobby mit einer Blitzqualifikation und wollt aber noch euer Setup ein wenig einstellen oder auch ganz, weil ihr kein Setup habt und dann tick, 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 Dick. Schon ist die Zeit abgelaufen und man hat nichts bzw. nicht alles einstellen können, weil die Zeit nicht ausreicht. Meiner Meinung nach ist das ein No-Go. Von daher würde ich es super finden, wenn man die Zeit mindestens verdoppelt. Dann kann man auch alles Mögliche noch einstellen oder sich von jemandem das Setup komplett durchgeben lassen. Mal ehrlich, ihr habt doch sicherlich 30 extra Sekunden, oder etwa nicht? Fünftens. Szenarien in der Box überarbeiten. Ein sehr häufig gesehenes Szenario. Beispiel. Ihr kommt in einem Rennen in Aserbaidschan zu eurem Boxenstopp, habt nach dem Verlassen der Boxengasse kalte Reifen, dreht euch und rutscht in die Mauer und zack, Flügel ab. Anstatt dass die Box nur den beschädigten Flügel wechselt und die Reifen, die gerade mal eine Runde alt sind, drauf lässt, nein, es müssen ja gleich wieder neue Reifen drauf. In meinen Augen absolut unverständlich. Allerdings wäre es dann aber auch gut, wenn man zum Beispiel in der Qualifikation die Reifen vor der Box wechselt, was man auch in der Karriere einbauen könnte. Dann müsste man nicht extra rückwärts in die Box geschoben werden, was viel Zeit kostet. Sechstens, Dedicated Server. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, aber ich erkläre euch mal kurz, was das ist. Bei einem Dedicated Server handelt es sich um einen Server, der nur vor einem bestimmten Zweck vorgesehen ist und damit kann die komplette Leistung des Servers für eine gewünschte Aufgabe verwendet werden. Viele andere Games wie zum Beispiel Shooter haben das, aber Codemasters nicht. Tja, sehr schade. Siebtens, Online-Koop mit seinem Teamkollegen. Früher, wie zum Beispiel in F1 2014, hat das funktioniert und das habe ich gefeiert. Aber dann wurde es herausgenommen, was ich echt schade finde. Wenn das ein Comeback feiern würde, dann wäre das echt toll. Achtens, Wunschreifen im Zeitfahren bzw. Peripherie. Das sollten Sie mal dringend überarbeiten. Ich hätte es gerne gesehen, dass man nicht nur mit den soften Reifen seine besten Zeiten im Zeitfahren fährt, sondern auch mal mit dem Medium-Reifen oder möglicherweise auch mal mit den harten Reifen. Denn es gibt Strecken wie zum Beispiel Singapur, wo die Soft-Reifen nach 3 Runden aufgeben und davon haben wir nichts. Außerdem wäre es wünschenswert, wenn Codemasters denjenigen, der vor mir in der Weltrang- oder Freundesliste steht, mal anzeigt, ob derjenige möglicherweise mit Controller fährt oder mit einem Lenkrad seine beste Zeit gefahren hat. Neuntens, rote Flagge. Beispiel. Alle Fahrer stehen am Start. Die Ampeln gehen nach und nach aus. Das Rennen beginnt. In der ersten Kurve verbremst sich einer und löst eine Massenkarambolage aus, wodurch mehrere Fahrer ausscheiden. Man könnte jetzt im Real Life von einer roten Flagge ausgehen, aber hat Codemasters das eingebaut? Nö. Denn in F1 2014 gab es diese rote Flagge, aber sie wurde, was ich nicht verstehen kann, herausgenommen. Und zehntens, Crossplay. Was dann zum Beispiel Rocket League, was F1 2019 nicht hat. Korrekt. Die Fähigkeit, Fahrer von zwei unterschiedlichen Plattformen miteinander bzw. gegeneinander fahren zu lassen. Ich werde öfters im Livestream gefragt, ob jemand mitfahren könne, doch der ist entweder auf der Xbox oder auf der PlayStation unterwegs und das ist schade. Es kann aber auch sein, dass Codemasters in dem Fall keine Schuld trifft, sondern Sony oder Microsoft. Denn wie ich mitbekommen habe, wollten die kein Crossplay mit der PC-Version. Wenn ihr genaueres wisst, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Habe ich noch etwas vergessen? Schreibt mir mal eure Wünsche in die Kommentare. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video oder ab 18 Uhr auf Twitch. Bis dahin, ciao.